Also jedes Jahr vor der Saison, bevor wir anfangen, Zapfen zu pflücken, machen wir ein 5-tägiges Klettertraining. Das ist bei uns einfach Standard, dass wir 5 Tage lang trainieren mit einem abschließenden Test, wo es uns darum geht, sicherzustellen, dass sie alle fit sind für die Saison. Yeah, the trees vary from about 20 to 30 meters in height, and all of the cones are at the very top or at the very tips of the branches. So to make it safe, they will go right to the top, tie in, and they can then pick the cones and throw them back down to the ground to be collected. Also beim Klettern ist gut, wenn du einfach viel Übung sammelst, und die Zapfenpflücker hier klettern einfach nicht so oft. Die klettern einmal im Jahr, dann die 2, 3 Wochen, in denen die Ernte ist. Für einen Baumpfleger wäre es normal, dass er einfach das ganze Jahr über klettert. Dann bräuchte man das nicht extra nochmal machen im Training. Aber hier ist es einfach wirklich so, dass die Leute sehr, sehr kurze Zeit nur klettern, nämlich in der Erntesaison. Und darum haben wir einfach gesagt, wir machen jedes Mal vorher ein 5-tägiges Training mit den Zapfenpflückern. It's possible that the small branches will break, so we must make sure we are secure at all times. So they have developed a system that makes sure they're always tied in to the top of the tree, and they have a backup system if that goes wrong. And then they'll carry out a rescue. So eine Rettung funktioniert im Normalfall so, dass einer hochklettert, simuliert eine Verletzung, und der Rest des Teams agiert dann wie in einer echten Rettung. Dann klettert jemand anders hoch, bindet die Person bei sich am Gurt ein, nimmt ihn dann mit sich gemeinsam runter, und währenddessen wird aber auch am Boden schon alles vorbereitet von den anderen Leuten. Ich will da so authentisch wie möglich eine Rettung auch wirklich simulieren und nicht nur jemanden haben, der einen anderen aus dem Baum rausholt. Yeah, we're looking to develop a climbing school, and that's really to educate all of the local community about why we do this, why we have safety, but also about the ecology of the forest that they work in, so how they can protect it and look after it.